Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, UMF, UMFS, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Kürzel? Das ist zum Beispiel das Mädchen aus Somalia, das zu uns gekommen ist. Es ist zum Beispiel der Junge aus Afghanistan, es sind die Teenies aus Syrien und es sind die vielen, vielen Einzelschicksale, die in den Wirren von Krieg und Verfolgung ohne ihre Eltern teilweise um die halbe Welt gereist sind, um bei uns Schutz und Zuflucht zu erhalten. Sie sind zum Teil verwaist, haben ihre Eltern aus den Augen verloren, teilweise fliehen sie vor ihren Eltern. Die Gründe, warum Minderjährige fliehen, sind mindestens so vielfältig, wie sie eben auch bei Erwachsenen sind. Und deshalb hat diese Zielgruppe unsere besondere Aufmerksamkeit und unseren besonderen Schutz verdient. Und auch ich bin froh, dass es gelungen ist, bei diesem sensiblen Thema einen fraktionsübergreifenden Konsens zu erreichen und auch einen Konsens mit dem Bund zu erreichen. Dass der Bund das Bundesgesetz vorgezogen hat, war sicherlich hilfreich und ist nicht zuletzt auf das Drängen von Nordrhein-Westfalen zustande gekommen. Also auch da kann ich mich da anschließen. Frau Kampmann, Sie haben da wirklich ein ganz tolles Team, was zum Teil hier ist. Herr Wallhorn, Herr Lamontagne, Sie sind sicherlich bundesweit bekannt dafür, dass Sie sich für diese Zielgruppe besonders engagieren und da die Fachlichkeit der Jugendhilfe in den Vordergrund gestellt haben. Vielen Dank dafür. Ja, Frau Scharrenbach, in der Tat, in Obhutnahme muss jedes Jugendamt können, muss jeder öffentliche Träger der Jugendhilfe können. Aber der Umgang mit traumatisierten Jugendlichen, den muss auch jedes Jugendamt können. Und auch deshalb sind wir froh, dass jeder örtliche Träger der Jugendhilfe mit dem Gesetz erfasst wird. Das führt eindeutig zu mehr Gerechtigkeit. Es führt eben, bisher konnten die Kommunen, wissen Sie, sind die Jugendlichen eben in wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen angekommen. Damit kann eine Kommune kann für ihre geografische Lage nichts. Und deshalb müssen alle die Verantwortung übernehmen, damit Jugendliche die Hilfe bekommen, die sie verdient haben. Und ich bin froh, dass es ein Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz ist, weil da ganz eindeutig festgelegt ist, jeder junge Mensch. Da steht nicht jeder deutsche Mensch oder jeder, dessen Aufenthaltsstatus geklärt ist oder Asylantrag gestellt ist, sondern jeder Mensch, der in diesem Land lebt, hat alle Rechte, die im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert sind. Der Verweis, der noch mal im Änderungsantrag gelungen ist, auf die Handreichung. Die Handreichung, die aus Nordrhein-Westfalen entwickelt wurden, die Grundlage für das Gesetz geworden sind, haben da Maßstäbe gesetzt, insbesondere was die Altersfeststellung von jungen Menschen angeht. Die Jugendlichen, da haben wir aus anderen Ländern wirklich gruselige Zustände gehört, sowohl ganz im Norden als auch ganz im Süden, wie Altersfeststellung von Jugendlichen stattgefunden hat. Mit diesem Gesetz ist dem am Ende gesetzt und wir haben klare Bedingungen für ein Clearingverfahren und auch darüber sind wir sehr froh. Weil eben auch einiges neu ist in dem Bereich, haben wir auch noch eine Berichtspflicht, eine sehr frühzeitige Berichtspflicht mit dem Gesetz verankert. Und es ist vielleicht kein Geheimnis, dass gerade die Fachverbände, die bei der internen Anhörung dabei waren, nämlich die kommunalen Spitzenverbände und die Flüchtlingsinitiativen, nun nicht gerade die sind, die uns immer besonders loben oder besonders unkritisch sind. Ganz im Gegenteil, das sind die, die immer ganz genau hingucken und sehr kritisch sich hier äußern. Und bei diesem Gesetz haben wir sie selten gemeinsam so zufrieden erlebt wie an der Stelle. Und das ist ein gutes Signal für die Jugendlichen, die zu uns kommen. Mit dem Gesetz wird Fachlichkeit der Jugendhilfe gesichert, Gerechtigkeit zwischen den Kommunen gewährleistet und sie haben eine Zukunft. Wir freuen uns auf die jungen Menschen, damit sie gern in Nordrhein-Westfalen ankommen. Vielen Dank. Applaus